Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollte ich ganz gerne mit einem weiteren Teil meiner Make-up-Sammlung weitermachen. Die Blushes, Highlighter, Paletten, also diese ganzen Schätzchen, die wollte ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Von daher machen wir heute mit, ja, ich möchte nicht sagen, den etwas unspektakuläreren Sachen weiter, aber ich möchte euch heute gerne meine Teint-Produkte zeigen. Also Foundations, Concealer und Puderprodukte wären heute dran. Das ist natürlich, ja, jetzt nicht ganz so spannend wie Paletten und Co., ist aber dennoch ein, ja, wichtiger Teil der Make-up-Sammlung, da diese Produkte natürlich die Grundlage des Make-ups bilden. Also von daher, ja, wird es wahrscheinlich doch ganz spannend werden. Diese Jenny hier seht ihr jetzt übrigens in den kommenden 2 Wochen, da ich heute bei 27 Grad in einer Dachgeschosswohnung 4 Videos für euch vordrehen möchte. Also jetzt geht es doch, aber ich wette, bei Video 4 sehe ich dann, ja, nicht mehr ganz so frisch aus. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch gerne meine Teint-Produkte zeigen und ich würde sagen, ich beende das Intro auch an dieser Stelle, bedanke mich recht herzlich für euer Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim nächsten Teil meiner Make-up-Sammlung. Ich würde sagen, ich fange einmal mit meinem Concealer an, da ich tatsächlich nur einen einzigen Concealer bei mir in der Sammlung habe und für gewöhnlich mein Base-Make-up, mein Gesichts-Make-up, auch mit einem Concealer beginne. Und zwar wäre das in meinem Fall von Catrice aus der True Skin Reihe der High Cover Concealer in der Farbe 002 Neutral Ivory. Den habe ich damals von einer ganz lieben Abonnentin geschenkt bekommen und seitdem muss ich sagen, gefällt der mir wirklich sehr, sehr gut. Hier ist nämlich unter anderem Hyaluronsäure drin und da ich zu dem Zeitpunkt damals eine relativ trockene untere Augenpartie hatte, hat sie mir den Concealer empfohlen und ja, bei dem ist es tatsächlich irgendwie geblieben. Ich meine, ich beschwere mich nicht, man bekommt ihn in der Drogerie, zahlt kleines Geld für den und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden damit. Hier hätten wir einmal den kleinen, aber feinen Applikator und die 002 Neutral Ivory. Hieß der so? Ja, Neutral Ivory. Ja, ist halt, ne? Eine sehr helle Farbe. Nicht der hellste Ton tatsächlich, das wäre die 001. Aber ihr seht es, vom Farbton her kann ich den auf jeden Fall gut tragen. Und ja, das ist tatsächlich einer meiner liebsten Concealer und aktuell auch mein einziger. Mit den Foundations verhält es sich ein kleines bisschen anders, denn da habe ich immerhin stolze 5 Stück bei mir zu Hause. Und ich habe jetzt einfach blind nach der ersten gefischt. Und hier habe ich jetzt von L'Oreal die Perfect Match Foundation in der Farbe 1.5N. Das ist die Foundation, die mir die liebe Claudia in unser Trash-Paket gelegt hat. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, sie auszuprobieren, da es bei uns hier gerade so unerträglich heiß ist und ich in den letzten Tagen tatsächlich auch kein Flüssig-Make-up getragen habe, da es schlichtweg, ja, zu warm dafür ist. Ich meine, dass ich diese Foundation schon mal zu Hause hatte, aber ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an die Foundation erinnern. Ich würde sagen, sie könnte auf jeden Fall passen. Also hier in der Kamera sieht sie jetzt auf jeden Fall ein bisschen heller aus, als ich es jetzt empfunden hätte, um ehrlich zu sein. Aber da hatte Claudia auf jeden Fall ein gutes Auge. Die könnte tatsächlich passen. Also sollte ich jetzt ein kleines bisschen Bräune aufbauen? Ich glaube, ja, wobei, die passt eigentlich schon ziemlich gut. Wie gesagt, ich hatte noch keine Gelegenheit, sie auszuprobieren, aber testen werde ich sie auf jeden Fall. Wir bleiben einmal in der Drogerie, denn ich habe hier noch einen zweiten Kandidaten aus der Drogerie für euch. Und zwar ist das eine relativ neue, relativ gehypte Foundation. Und zwar von Catrice, die Nude Drop Tinted Serum Foundation. Und ich habe sie in der Farbe, ich glaube, das konnte man, ja, doch 010N. Ich wollte gerade sagen, auf der Flasche an sich steht es nämlich nicht drauf, aber hier war tatsächlich so ein kleiner Sticker. Ja, das ist eine sehr, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, sehr, sehr
flüssige Serum Foundation. Ich habe sie, wenn es hochkommt, 2-3 Mal verwendet und ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan von ihr. Also ich kann euch nicht mal zu 100% sagen, was mich an der Foundation gestört hat, um ehrlich zu sein. Denn von der Farbe her, ihr seht es, die ist auf jeden Fall ein bisschen heller als die L'Oreal Foundation. Von der Farbe her fand ich sie eigentlich ganz gut, aber ich glaube, sie war mir tatsächlich ein bisschen zu leicht, beziehungsweise ich war ein bisschen zu glowy danach. Ich mag es ja tendenziell eher ein bisschen matter, sollte jetzt aber tatsächlich mit meinen 33 Jahren vielleicht mal darüber nachdenken, doch ein bisschen mehr ins Glowige zu gehen, da ich manchmal doch sehr trockenfruchtmäßig aussehe. Aber ich weiß nicht, also die konnte mich einfach nicht so hundertprozentig überzeugen. Vielleicht, wenn es jetzt so warm draußen ist, gebe ich ihr nochmal eine Chance, aber ganz ehrlich, aktuell möchte ich auch gar nichts auf meiner Haut haben. Ich schwitze auf Deutsch gesagt, sorry, wie ein Schwein aktuell. Und ich möchte mich nicht noch damit beschäftigen, dass mir irgendwas aus dem Gesicht fließt. Also von daher, ich muss mal gucken, wie sich das mit uns beiden noch entwickelt. Aber aktuell bin ich kein Fan der Foundation. Wir machen einmal mit einer meiner beiden Estée Lauder Foundations weiter. Ihr wisst ja, mein absoluter Liebling war damals die Estée Lauder Double Wear Light Foundation, die ja leider Gottes aus dem Sortiment genommen worden ist. Und alternativ ist wohl diese Foundation hier dafür rausgekommen. Das wäre eben von Estée Lauder die Double Wear Sheer Make-Up Foundation in der Farbe 2N1 Desert Beige. Ich muss fairerweise gestehen, dass ich sie nach wie vor noch nicht verwendet habe und ich möchte sie auch gerade tatsächlich ungern öffnen, eben da ich noch so viel offen habe. Wobei, wenn sie sheer ist, nee, also ich zeige euch gleich noch eine zweite Foundation von Estée Lauder, die denselben Farbton hat. Von daher könnt ihr euch den ungefähr vorstellen. Aber diese hier ist halt noch komplett niegelnagelneu, noch nie geöffnet worden. Und dabei möchte ich es aktuell tatsächlich gerne belassen. Aber die sieht einmal so aus, geht tendenziell schon eher in die Double Wear Light Abteilung. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass das hier ein Ersatz für die Light Foundation sein wird, da ich sie wirklich schmerzlich vermisse. Die Estée Lauder Double Wear Foundation liebe ich, gar keine Frage, aber sie ist mir aktuell eben ein kleines bisschen zu schwer, beziehungsweise aktuell trage ich halt keinerlei Make-up. Aber nichtsdestotrotz, hier drauf bin ich nach wie vor sehr gespannt und ich hoffe wirklich inständig, dass sie auch nur ansatzweise an die Light Foundation rankommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber die Serum Foundation von Catrice ist mittlerweile gut durchgetrocknet und sie ist tatsächlich ordentlich nachgedunkelt. Oben seht ihr ja die L'Oreal Foundation, die noch nicht ganz so trocken ist, aber die Serum Foundation von Catrice, die vorhin ja bedeutend heller war, ist gut nachgedunkelt. Das wollte ich euch nur einmal kurz nebenbei zeigen, denn eigentlich wollte ich jetzt mit der originalen, dem OG der Foundation aller Foundations weitermachen. Und zwar wäre das von Estée Lauder die Double Wear Foundation. In meinem Falle auch hier wieder in der 2N1 Desert Beige. Ich kann auch die 1N1 tragen, wobei die wirklich schon sehr, sehr hell ist. Ich muss die einmal kurz ein bisschen schütteln, denn die habe ich tatsächlich schon längere Zeit nicht mehr verwendet. Und das ist wirklich meine Lieblingsfoundation, wenn ich sicher gehen muss oder sicher gehen möchte, dass das Make-up wirklich den ganzen Tag hält. Dann greife ich zu dieser Foundation, denn dann müsst ihr euch wirklich keinerlei Gedanken um euer Make-up machen. Also die hält und hält und hält, das ist unfassbar. Ist tatsächlich auch relativ schwer dadurch. Also das ist eine sehr dickflüssige, ich hoffe, ihr seht das jetzt ganz unten, das nass glänzende, eine sehr dickflüssige, tendenziell auch ein bisschen zu Trockenheit neigender Foundation. Aber wie gesagt, ich schwöre auf die. Also auf die lasse ich wirklich nichts kommen. Wenn ich möchte, dass mein Make-up hält, wenn ich möchte, dass mein Make-up die ganze Nacht hält,
dann greife ich zu dieser Foundation. Die ist, ja, die ist schon eine Hausnummer, also die betont teilweise auch gut die trockenen Stellen, weil sie halt wirklich so schwer, so, ich möchte nicht sagen pastös ist, aber sie ist schon tendenziell eher ein bisschen fester von der Konsistenz her. Aber wie gesagt, ich finde diese Foundation grandios, habe sie jetzt leider ein kleines bisschen vernachlässigt, aber auf die kann ich mich immer verlassen. Wir kommen einmal zu meiner letzten Foundation und zu der Foundation, zu der ich aktuell eigentlich am häufigsten greife. Und zwar wäre das von Lancôme die Teint Idol Ultra Wear Foundation in der Farbe 021 Beige Jasmine oder Beige Jasmin. Aber auf jeden Fall eine ähnlich helle Foundation wie der Rest vom Fest. Hier muss ich sagen, ich habe mir die online versucht rauszusuchen und ich habe wirklich Ewigkeiten nach Swatches gegoogelt, mir Videos angeguckt und habe aber tatsächlich das Unmögliche möglich gemacht und einen Perfect Match erwischt. Also diese Foundation passt tatsächlich richtig, richtig gut zu meinem Hautton. Also da habe ich verdammt großes Glück gehabt. Denn wenn man sich das oder wenn man sich die Foundations online bestellt, dann ist das doch immer schon ja, ein gewisses Risiko. Ist aktuell aber auch tatsächlich meine hellste Foundation. Also im Winter und im Herbst kann ich die wirklich hervorragend tragen. Jetzt im Sommer könnte ich mir überlegen, ob ich sie eine Nuance dunkler hole. Aber die anderen Foundations sind alle dunkler. Von daher werde ich jetzt, wenn ich irgendwann mal wieder Make-up tragen kann, wahrscheinlich eher zu den Foundations greifen, die ich habe. Obwohl, was erzähle ich eigentlich? Jetzt gerade habe ich Make-up. Klar, für Videos trage ich natürlich Make-up. Und jetzt gerade trage ich auch die Lancôme Foundation. Und ihr seht, es passt perfekt zum Hals, also ich bin jetzt nicht zu hell. Von daher, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Foundation. Kommt aber fairerweise nicht an die Estee Lauder Double Wear Light Foundation ran. Ich habe sie mir als Ersatz geholt oder als, ja, als Versuch eines Ersatzes geholt. Aber nein, sie ist gut, aber sie ist nicht so gut wie die Light Foundation. Aber nichtsdestotrotz, es ist trotzdem eine schöne Foundation, die sich angenehm trägt, die perfekt zu meinem Hautton passt und ja, ich finde die eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Das waren einmal meine Foundations und wir machen einmal direkt mit meinen Setting Powders weiter, von welchen ich 4 Stück an der Zahl habe. Und beginnen möchte ich da ganz gerne mit meinem absoluten Lieblingspuder, mein Ride or Die, mein OG, mein Nichts geht über dieses Puder. Und zwar wäre das von Laura Mercier das Translucent Loose Setting Powder. Ja, da habe ich schon in diversen Videos diverse Lobeshymnen gesungen, denn dieses Puder ist wirklich genial. Also gerade in Kombination mit dem Benefit the Professional Primer, mit dem Estee Lauder Double Wear Make-up und eben diesem Puder, ihr kommt die ganze Nacht, den ganzen Tag mit eurem Make-up durch, ohne dass ihr komisch ausseht. Also diese drei Produkte, das ist so eine Killer-Kombination, das ist unglaublich. Ihr büßt ein bisschen Feuchtigkeit ein, also dieses Puder ist auch tatsächlich, wenn ihr zu viel davon auftragt, es ist sehr trocken. Also es legt sich schon auf trockene Stellen, es betont trockene Stellen, aber damit kann ich eher leben, als dass ich zu viel glänze, muss ich sagen. Also ich mag es halt, wie gesagt, sehr gerne sehr matt und das macht dieses Puder. Es mattiert die Haut, es trocknet sie leider ein bisschen aus, aber es sorgt eben auch dafür, dass die Foundation an Ort und Stelle bleibt und sich keinen Millimeter bewegt. Von daher, ja, ist das eben mein absolutes Lieblingspuder. Also ich kaufe es schon seit Jahren nach, egal wie viele Puderprodukte ich in der Sammlung habe. Das von Laura Mercier muss immer mit dabei sein. Ich werde es wohl auch immer nachkaufen, außer vielleicht in ein paar Jahren, wo das mit der Trockenheit nicht mehr so funktioniert. Aber ich finde es wirklich bombastisch gut. Wir machen einmal mit dem nächsten Puder weiter. Und zwar wäre das von Rival Loves Me aus der Holy Grails Reihe von Maxime Giacomo, das Flawless Baking Powder. Das ist dieses Puder hier, welches gerade im Vergleich zu dem Puder von Laura Mercier auch ein kleines bisschen gelbstichiger ist.
Jetzt habe ich den ersten Teil vom Satz vergessen. Naja, im Vergleich zu Laura Mercier ist es ein kleines bisschen gelbstichiger. Und ich muss sagen, ich nutze es eigentlich auch nicht, wenn ich weiß, dass mein Make-up lange halten muss. Also wenn ich jetzt Videos drehe und mich einmal schnell überpudern muss oder ja, einfach mein Make-up für das Video setten muss, dann greife ich gerne zu diesem Puder hier. Aber wenn ich weiß, es muss den ganzen Tag halten, dann komme ich zum Laura Mercier Puder zurück. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes Puder. Es ist ultra fein gemahlen, hat wie gesagt einen ganz leichten Gelbstich mit drin. Und ja, ich bin wie gesagt zufrieden damit. Also das war für mich eigentlich auch so ein kleiner Überraschungssieger, da ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass mir das Puder wirklich so gut gefällt, wie es mir gefällt. Von daher, das ist wirklich ein schönes Puder für wenig Geld. Bekommt man natürlich nicht mehr, weil das ja eine Limited Edition war. Aber von dem Puder war ich auf jeden Fall positiv überrascht. Wir machen einmal mit einem Puder weiter, welches ich tatsächlich schon länger nicht verwendet habe, von welchem ich mich aber trotzdem irgendwie nicht trennen kann, da ich das Design unter anderem auch so schön finde. Und zwar wäre das von Coty Airspun das Loose Face Powder in der Farbe Translucent. Ich weiß nicht, ich finde diese Dose ähnlich vintage hübsch wie die Guerlain Bronzer Verpackung. Gut, das sind jetzt natürlich, also das ist jetzt ein unfairer Vergleich, aber ich mag einfach dieses leicht vintage-mäßige Design und das Puder ist auch tatsächlich sehr gut. Es hat einen ähnlichen Effekt wie das von Laura Mercier, also es zieht einem wirklich jede Feuchtigkeit aus dem Gesicht, plus das Puder von Coty Airspun ist ultra stark beduftet. Also hier ist das Vintage-Thema perfekt umgesetzt worden, denn es riecht wirklich wie so ein altmodisches Tantchenpuder. Bei dem muss man allerdings ein bisschen aufpassen, es weißelt sehr. Also wenn ihr mit Blitzlicht fotografiert werden solltet und ihr habt zu viel von diesem Puder verwendet, leuchtet ihr wie ein Geist im Dunkeln. Also das hat wirklich richtig viel, da gibt es doch ein Wort für. Es fällt mir jetzt natürlich nicht mehr ein. Nicht Kickback. Nee. Flashback? War das Flashback? Oh, Flashbacks ist eigentlich was ganz anderes. Aber auf jeden Fall, es gibt so einen Begriff, den blende ich euch einmal ein, wenn das Puder eben ja unter Blitzlicht so stark weißelt. Das macht das, von daher habe ich das lange nicht verwendet. Also nicht, dass ich mit Blitzlicht fotografiert werden würde. Aber wenn, möchte ich natürlich auch nicht aussehen wie ein Geist. Also ich meine, ich sehe schon aus wie ein Geist. Da muss ich nicht noch extra leuchtend sein. Aber von der Effizienz her, also was das Setten angeht, ist das schon gut. Also es ist ein richtig gutes Puder, welches man vorsichtig dosiert benutzen muss. Wenn man aber von dieser Blitzlichtproblematik mal absieht, dann ist das hier wirklich ein tolles Setting-Puder, welches euer Make-up auch ordentlich fixiert bekommt und ihr euch dann ja im Laufe des Nachmittages auf jeden Fall keine Gedanken mehr machen müsst. Aber wie gesagt, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Von daher habe ich es auch schon länger nicht verwendet. Abschließen möchte ich das Video sehr gerne mit einem Setting-Puder, welches sehr beliebt, sehr gehypt und sehr gut sein soll. Ich habe es tatsächlich noch nicht verwendet, schändlicherweise, freue mich aber schon drauf, da ich wie gesagt nur Gutes über das Puder gehört habe. Die Rede ist von dem Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Ich habe mir das damals irgendwann mal in der Reisegröße geholt, wahrscheinlich weil mir das Original doch ein bisschen zu teuer war und ich erstmal gucken wollte, was dieses Puder kann. Wobei die positiven Meinungen auch so laut sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich es nicht mögen werde. Wahrscheinlich habe ich einfach nur Angst, dass es mir gefällt, denn das Puder kostet wirklich richtig viel Geld. Aber ich denke mir, wenn ein Produkt wirklich richtig gut ist, man sich darauf verlassen kann und ich brauche wirklich lange, um ein Puder aufzubrauchen, dann würde ich es mir wahrscheinlich nachkaufen, weil dann lohnt sich der Preis auch irgendwo für mich. Aber das ist auf jeden Fall das Veil Setting Puder von Hourglass. Aber ich kann euch halt echt noch nichts darüber berichten, da es wirklich schon seit Monaten in meiner Schublade schmort. Aber ich mag es halt nicht, wenn zu viele Produkte offen sind. Denn dann halte ich mich dann doch immer meist an ein Produkt und ich habe einfach keine Lust,
ja, dass die Produkte alle kippen, bevor ich sie so richtig verwenden kann. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe nur positive Sachen zu diesem Puder hier gehört. Und ich, ja, kann mich nur wiederholen, ich bin sehr gespannt drauf. So, ihr Lieben, wir wären einmal am Ende meines, ja, Tint-Produkte-Videos angekommen. Und ich möchte mal behaupten, dass meine Sammlung an Foundations, Concealern und Co. noch geht. Also da kenne ich auf jeden Fall exzessivere Sammlungen. Klar, es ist immer noch mehr Make-up, als man eigentlich brauchen würde. Aber trotzdem würde ich sagen, dass sich meine Produkte hier definitiv noch in Grenzen halten. Was sich nicht in Grenzen hält, ist mein Hitzelevel. Das war jetzt das erste Video. Das erste Video. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gefilmt und ich bin schon durch. Also ich weiß nicht, ob ihr es hier so gut sehen könnt, aber mir kleben meine Nackenhaare schon im Nacken. Es läuft alles. Ich muss mich gleich erstmal abpudern, was trinken und habe eben, wie gesagt, noch drei Videos vor mir. Aber ich drifte schon wieder weg. Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen, weil wir am Ende des Videos angekommen sind. Ich hoffe, euch hat das Video trotz allem gefallen. Wie gesagt, die Highlights wie die Highlighter, Paletten, Lippenstifte etc. wollte ich mir noch ein kleines bisschen aufheben. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Produkte, die ich euch heute gezeigt habe, sind eigentlich für die Make-up-Routine mit am wichtigsten, da ihr damit ja auch eure Base, eure Grundlage für euer Make-up schafft. Und ich finde, die verdienen auf jeden Fall ein eigenes Video. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne unten in den Kommentaren dalassen, welches, ja, euer liebster Concealer, euer liebstes Puder und eure liebste Foundation ist. Denn ihr wisst, ich hole mir auch gerne durch euch neue Inspirationen für Sachen, die ich mir potenziell kaufen möchte. Von daher würdet ihr mir eine große Freude machen, wenn ihr mir einfach einen kleinen Kommentar mit euren Lieblingen dalassen würdet. Ansonsten wären wir jetzt aber wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!